Ja, was guckt ihr denn so? Hä? Was guckt ihr so? Hilfe, Hilfe! Und damit willkommen zu meinem 31. Part von meinem Let's Play zu Splatoon Online. Ein wenig Splatoon Online. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, da gab es wieder knallharte Rangkampf, Aktion, Action. Wir haben rumgesplattet, wir haben Kills gemacht, ohne Ende. Der Kampf beginnt und es war der Hammer. Wir haben zweimal gewonnen, einmal leider auch verloren. Gehört dazu, man kann nicht immer gewinnen. Man kann immer lachen. Ich gucke immer in den Spiegel, lache mich selber aus. Ah, was bist du denn für einer? Nein, Quatsch. Und heute geht es dann wieder um den Standardkampf. Diesen und nächsten Part auch, also Part 31 und Part 32. Kann ich euch ja einfach sagen. Macht ja nichts. So, wir stürzen uns. Ich bin richtig heiß. Zack, wir stürzen uns direkt nach vorne. Gucken kurz auf die Karte. Komm, 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 komm. Okay, ich habe Angst. Da ist ein Roller. Der darf mir nicht zu nahe kommen. Okay, wir räumen mal hier eben von hinten auf. What war das? Der Medusa-Roller, ne? Ne, Dünner-Roller. Wieso sag ich immer Medusa? Ist der, mit den großen Farbkleckern ist der Dünner-Roller, natürlich. Also, der letzte Part war wirklich wieder richtig, richtig gut gelungen, würde ich mir sagen. Also, jetzt rein so vom Splatten und vom Skillen her war auch ein bisschen Spannung da. Leider hat dann, Entschuldigung, kann man nicht anders sagen, mein Team dann doch in der letzten Runde etwas nachgelassen. Gerade der eine, da hat er dann 0 zu 8. Aber okay, es gibt halt nicht immer gute Spieler. Muss man mit klarkommen, jeder fängt mal an. Und auch wenn ich dann irgendwann in den höheren Rängen bin, dann werde ich mich garantiert auch mal richtig lächerlich anstellen. Vielleicht hat er ja einen schlechten Tag. Weiß der Geier, oder? Weiß er nicht. Ganz egal, ich verzeihe ihm es. So. Halt, stopp. Nein, dieser Roller. Ach, jetzt haben wir noch zwei Roller. Komm schon. Tu mir das doch nicht an hier. Okay, wir machen mal direkt einen Supersprung. Oh, ey, das sieht aber richtig gut für uns aus. Diesmal liegt es aber nicht an mir. Also absolut nicht. So, wie man sieht. Okay, hier kommt einer. Weg mit dir. Ey, hier sind ja nur Roller im Gegnerteam. Nur Roller? Sind hier nur Roller? Quatsch jetzt nicht, erzähl keinen. Hier sind halt nicht nur Roller, mit gegen die wir spielen, oder? Ach komm, an den. Da ist doch Rüberschwinkel. Ich spiele nur gegen Roller. Ich hasse Roller. Oh, ich habe einen erledigt, wie auch immer. Okay, okay. Ist ja meine Lieblingsrunde dann, wenn wir hier nur gegen Roller spielen. Nein, wo habe ich das denn jetzt hingeworfen? Ich habe mich voll verdrückt. Ich wollte das... Ich wollt... Hä? Leckt das gerade oder... Warum kriege ich die Kills nicht? Oh, Mad Cat habe ich doch. Hä? Na egal, gehört dazu, Splatoon. Vielleicht habe ich gerade eine schlechte Verbindung oder der Gegner oder... Splatoon spinnt einfach rum. Weiß der Geier. Oder weiß er nicht. Okay, werf mal dahin. Werf, oh oh. Ja, komm. Okay, ja. Relativ unspektakulär jetzt der erste Kampf. Der unten hat er gerade noch mal ein Tinferno hingeworfen. Ja, gut. Ich habe nicht viel gemacht. Viele Punkte, glaube ich, gab es jetzt auch gar nicht für uns. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Kampf wieder. Bis gleich. Der Kampf beginnt. Bitte Halbothafen, wenn es geht. Nicht die Pinakothek. Wer Part, boah, ich glaube 27 oder 26 oder 28 gesehen hat. Ja, schade. Weiß, dass das meine absolute Lieblingsmap ist. Absolut. Ich mag sie total. Mhm. Ja, ist klar. Ich mag sie überhaupt gar nicht. Ich mag sie gar nicht. Ich stelle mich hier echt an wie... Ah, wisst ihr das? Wie der letzte Mensch. Ich habe nichts zu verlieren. Oder wie der erste Mensch. Ich kann auch nichts. Irgendwie sowas. Irgendwie was dazwischen. Weiß auch nicht, was ihr gerade erzählt. So, stürzt uns wieder direkt nach vorne. What? Okay, ich hau ab. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Ich tue euch auch nichts. Nein. Carbonroller. Ich dachte, der von einmal anecken stimmt. Aber okay, der hat ja also auf Angriff. Das ist ja mies. Aber dafür fällt er dann auch ziemlich leicht um, weil er gar keine Verteidigung drin hat, ne? Ja, ich habe jetzt leider mein Tinferno gerade verschenkt, aber dem wollen wir ja mal keinen Abbruch tun hier. Hallo.
Ja. Hau mich um, Junge. Hau mich um. Okay, ich habe jetzt Inferno. Oh. Hab ich echt einen erledigt? Wo kommt denn jetzt her? Hm, verstehe ich nicht. Gut, egal. Fällen wir einfach mal weiter ein. Ja, ey, diese Kamera. Gibt es doch nicht. Ich hasse diese Map einfach. Ich komme hier überhaupt nicht klar. Ja. Fellparade auf der Pinakothek. Ich sag's immer wieder. Ich betone es explizit. Mhm. Ist doch unfair, ey. Komm hier, stirb. Ist hier ein Roller oben? Hier ist kein Roller oben. Okay. Trifft er? Komm, Spürbombe! Such dir deinen Gegner! Ja, aber gut, die Granate da oben, was war das nochmal? Wie hießen die nochmal? Die machen einen noch langsamer. Ich komme jetzt einfach nicht drauf. Ja, ihr wisst, was ich meine. Die markiert ja den Gegner, macht einen langsamer Tintenverbrauch. Alles ist halt einfach doof dann in dem Moment. Da, die meine ich. Nicht Disperser, ist was anderes. Okay, ich bin immer noch markiert. Achso, der eine hat sie wahrscheinlich. Also ich muss sagen, im Rangkampf stelle ich mich cleverer an, oder? Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass mein Kopf dann einfach umschaltet irgendwie oder so. Keine Ahnung. Naja, macht nichts. So. Ich muss euch gleich mal im nächsten Kampf, muss ich euch mal was erzählen. Was vorgefallen ist quasi oder passiert ist oder... Nee, das hört sich jetzt viel zu sehr nach... Was? Ah, nein. Irgendwie. Halt was ganz Normales. So, egal. Wow. Ich erzähle es gleich. Bis gleich. Erstmal gucken, ob wir gewonnen haben. Wir haben nicht gewonnen. Bis gleich. So, was ich erzählen wollte. Und zwar hat sich meine Freundin im MMORPG runtergeladen. Mal wieder. So, und dieses MMORPG hat aber nicht... ist wie drunter. Also es ist ein Free-to-Play-MMORPG. Und das hat sie sich oder musste sich dementsprechend aus dem Internet herunterladen. Und das hatte mal eben, die hat jetzt schon das zweite oder dritte Spielze, die wechselt ja immer hin und her. Bei dem einen gab es keinen richtigen Endcontent und so weiter. So, und jetzt hat sie sich mal wieder eins runtergeladen. Und das dauert aber, wer es weiß, mit unserer Internetleitung ein paar Stunden. Also genau genommen so um die 13 Stunden für 40, 50 Gigabyte. Finde ich noch in Ordnung. Aber was heißt in Ordnung? Ne? Man sitzt da halt... Oh, oh. Man sitzt halt den ganzen Nachmittag dran. Ja, und das Problem ist dann, wenn man natürlich den falschen Ordner auswählt, und zwar installiert das mal bitte auf C, wo auch Windows installiert ist, und die Festplatte hat aber nur ungefähr noch 50 GB Speicher... Bäm, da habe ich aber kassiert. Hat nur ungefähr 50 GB Speicherplatz, dann ist das klar, dass dann irgendwann so sagt, so, halt, stopp. Das geht nicht. Ne? Festplatte voll. Oh, oh. Das funktioniert so nicht. Ich verarsche den jetzt mal. Nein, du gehst ja da lang. Okay, wir machen jetzt einfach mal Kamikaze, wollte ich gerade sagen. Aber wir haben einen mitbekommen. Kamikaze, jawohl. So, und das funktioniert ja alles nicht. Jetzt haben wir das dann über Nacht laufen lassen, weil der noch gepatcht hat. Also er ist das jetzt alles runtergeladen, installiert. Jetzt patcht er halt. Das ist halt mit unserer Holzleitung 6K. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Wirklich halt eine Tortur. Also es ist wirklich anstrengend und es frisst Zeit ohne Ende. So, und der Laptop, der ist halt nicht mehr so... Oh, ich bin noch rübergesprungen. Der ist nicht mehr wirklich up to date und er ist halt auch dementsprechend kann man da nichts weiter dran machen. Und dann gucken wir heute Morgen. Kein Speicherplatz mehr. Wie, kein Speicherplatz mehr? Ja, die hat das wieder auf C installiert. So, und jetzt durfte ich halt erstmal rumexperimentieren. Wie mache ich das? Weg mit dir. Ja, damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Okay, wo sind denn hier die Gegner? Ja, damit hast du auch nicht gerechnet. So,
Boah, ich wusste es doch. So, ich erzähl kurz weiter. Entschuldigung, irgendwie war ich da gerade ein bisschen angespannt. War eine ganz verrückte Situation gerade. Mal einen Supersprung machen. So, und jetzt such dir erstmal wieder rumfummeln. Gut, jetzt muss ich dann irgendwie den Datei... What? Wo bin ich denn? Den Dateipfad ändern. What? Hier war einer? Ja, komm, du konntest mich nicht erwischen. Den Dateipfad ändern und hab das Programm deinstalliert, weil ich habe halt angegeben, hier, zieh dir mal die Daten aus C. Aus D, nicht aus C. Hab das nämlich dann dahin kopiert, hin und her. Und irgendwie funktionierte das dann. Aber es war schon... Ich war dahinter. Komm, Japaner, ey. Laggy, Delay, Ping, bläh. Das war auf jeden Fall anstrengend, aber es hat jetzt geklappt. Das Problem, was ich nur habe, nächste Woche heißt es dann, ich glaube, ich will Blade and Soul spielen. Das ist ein neues MMORPG, das wird gerade irgendwie ein bisschen gehypt oder so, keine Ahnung. Ja, wie dem auch sei. Mal abwarten, lass ich mich mal überraschen, aber es ist auf jeden Fall immer wirklich etwas nervenaufreibend. Gut, wir haben verloren. Haben eine KD von 7 zu 6 und da unten, der hatte wohl ein Disconnect oder hat seine Konsole ausgemacht, weil er dreimal gestorben ist. Nein, keine Ahnung. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten Kampf wieder. Bis gleich. Der Kampf beginnt. Guck mal, da unten haben wir Level 5, war der vorletzte. Level 5 war der Arme. Ja gut. Kommt drauf an, wir waren ja auch mal Level 1 und waren ja trotzdem nicht, in Anführungsstrichen, ganz schlecht. Schlecht immer noch, bin ich sowieso, aber nicht ganz so schlecht. So, was wollte ich gerade sagen? Genau, wir kommen wahrscheinlich sogar Level Up. Mhm, wir kommen Level Up gleich. Also nach diesem Kampf wahrscheinlich nicht. Dafür müsste ich gut sein. Genau, merkt er selber. Ich bin nicht gut. Aber ich denke mal, wahrscheinlich dann im nächsten Part kommen wir Level Up. Und da werde ich auch mal, wieder offscreen Arti die ganzen Waffen da präsentieren lassen. Der will ja immer nur verkaufen, der gute Mann. Muss ja Umsatz machen, muss ja Geld verdienen. Was hat der denn für eine Reichweite? Das ist so unmenschlich. Gut, Tinferno ist ready. Kommen wir hier hoch? Nee. Weg mit dir. Und dann schneide ich halt wieder wie die letzten Male und gucke ich dann einfach, was er uns zu verkaufen hat. Was es Schönes gibt. Ich habe Angst. Kommt da gleich bestimmt einer. Okay, gehen wir mal hier runden. Runden? Nach hier runden gehen wir. Und der Kommentar von dieses Videos ist momentan mal wieder ein bisschen brain afghan. Nimmt es eben halt nicht allzu übel. Das ist ja nichts Neues. Den Japaner da oben hat er gerade ganz gelernt wieder mitgenommen. Mal Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, die Strecke abzulehnen, können sie jederzeit an ihrer Technik Krankenkasse wenden. Ja, whatever. I don't know. Irgendwann höre ich mir, glaube ich. Ja, muss ich ja so oder so. Ich gucke mir ja die Parts alle an, die ich aufnehme. Weil ich einfach so unfassbar selbstverliebt bin. Ich bin ja der Beste, der allerbeste und der Größte. Und nein, ich bin ganz und gar nicht der Größte. Aber immer gucken, ob die Qualität halt einigermaßen in Ordnung ist und so weiter. Da muss man halt immer mal wieder... Oh, ich fange schon wieder an zu sappern. Da muss man immer mal wieder so ein paar Strichproben machen. What? What? Komm her. Und da kriege ich gleich mal... Komm, sind wir an euch ready? Irgendwie fehlen hier welche, kann das sein? Weil auf dieser Map habe ich, glaube ich, noch nie gewonnen. Cool, ja, finde ich auch. Kommt mal ins Inferno. Ey, ich habe einen erledigt. Ja, dann machen wir halt ein paar Punkte hier, ne? Nichtsdestotrotz. Passt das? Ne, passt nicht. Gehen wir mal hier hoch. Kommen wir hier auch hoch? Ja, cool. Ja, cool, wo man hier überall hinkommt. Ich hab nur Angst, dass hier gleich ein Gegner von hinten kommt und mich weghaut. Oh, jetzt sieht's auf einmal schon wieder ganz anders aus, seine Mitte, ne? What? Der hat mich noch mitgenommen? Komm, was soll das denn? Oh, da hätte ich vielleicht einfach weiter von links kommen sollen, ey. Ich... Trottelot. I am a Trottelot. Aber ey, wir haben fast 1000 Punkte. Schaffen wir es dann, an diesem paar Level abzukommen? Nee, dafür brauchst du, glaube ich, mit 1700 Punkte oder so. Also, das geht echt nicht. Das machen wir dann zusammen, ganz entspannt, zusammen im nächsten Part. Das war fast ein Reim. Entspannt, allerhand, gelernt. Im nächsten nehme ich euch Part an der Hand und dann machen wir Level ab. Aller Band. Den Part nenne ich Goethe oder so. Nein, Quatsch. Gut, wir haben gewonnen auf dieser Map. Das ist ein Kreuz an Kalender. Kommentiert, teilt, like dieses Video bis zum Umgehen. Erzählt allen Leuten, dass ich auf dieser Map gewonnen habe. Nein, tut es nicht. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder mit dem Standardkampf und dann erreichen wir auch Level Up, denke ich. Gut. Oh ja, da fehlt nichts mehr.
Mein Name ist Yenikario, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, denkt an den blauen Daumen, bleibt gesund, bis zum nächsten Klick. Ciao!